Ja, nach der 0-4 Niederlage gegen Bohmte 2 im Relegationsspiel, ja, woran hat es heute gelegen, dass es nicht gereicht hat zum Sieg? Ja, vor allem an unserer katastrophalen Abwehrleistung. Ne? Wir waren hinten einfach offen wie ein Scheunentor, haben die schnellen Stürmer von denen natürlich nie in den Griff gekriegt. Und das hat uns natürlich dann das Genick gebrochen, weil das auch einfach unheimlich viel Kraft gekostet hat, dass wir da immer hinterher gerannt sind. Ne? Und ab der 60. waren wir einfach dann K.O. Ne? Mhm. Ja, du hast ja auch noch eine sehr junge Mannschaft. Hat das heute vielleicht auch eine Rolle gespielt? Die Bohmter wirken alle ein bisschen reifer, körperlich vielleicht auch ein bisschen stärker. Ja, ich denke mal, der körperliche Vorteil war schon da, aber die nötige Reife würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben es eigentlich, finde ich, schon ganz clever gemacht in der ersten Halbzeit. War natürlich auch einfach bitter. Die zwei frühen Ausfälle haben uns natürlich dann auch nochmal richtig zurückgeworfen. Aber insgesamt, glaube ich, war es nicht die fehlende Reife, sondern das lag einfach an der fehlenden Qualität einfach hinten heute. Ja. Du hast es schon angesprochen, du musstest gleich zweimal früh wechseln. Waren das schon Spieler, die vorher angeschlagen waren oder ist das während des Spiels passiert? Nee, unser Abwehrspieler, unser Innenverteidiger war schon vorher angeschlagen. Er deutete das vorher schon an, dass es wahrscheinlich nicht geht, aber wir haben es dann erstmal probiert, weil so viele Alternativen haben wir auch nicht. Und ja, dass unser rechter Verteidiger nur noch ausfällt, das war so nicht einzuplanen. Und das war natürlich dann auch ein herber Rückschlag. Ne? Ja, jetzt geht es für euch in der nächsten Saison auch weiter in der ersten Kreisklasse Nord A. Wie sehen da die Planungen aus? Was nehmt ihr euch vor für die kommende Saison? Ja, wir wollen eigentlich nächste Saison auf jeden Fall oben angreifen. Also Ziel muss es eigentlich sein, sich noch weiter zu verbessern. Dieses Jahr sind wir Vierter geworden, sind, denke ich mal, erst am Ende dann gescheitert irgendwo. Oder beziehungsweise hat Bippen uns abgehängt. Aber nächste Saison wollen wir natürlich ganz oben auch vielleicht dann mal die Meisterschaft holen. Oder zumindest bis zum Schluss uns das auf jeden Fall offen halten. Ja, dann wünschen wir viel Erfolg dabei und vielen Dank für das Interview. Ja, danke.